Herzlich willkommen zur ersten Folge der zweiten Staffel der Lieblingsköder-Angelschule. Unser heutiges Thema heißt Barsch- und Zanderangeln am Kanal. Kanäle sind künstlich angelegte Wasserstraßen, die in der Regel zwei Flüsse miteinander verbinden. Auf Kanälen fahren Schiffe. Immer. Und ganz typisch für die Kanäle sind diese Steinpackungen, die Uferbefestigung. Und diese Steinpackungen sind für uns Angler besonders interessant, weil diese Steinpackungen der Lebensraum von vielen kleinen Jung- und Brutfischen sind. Und auf die haben es die Räuber abgesehen. Genau. Und wir natürlich auf die Räuber. Kanäle sind künstlich angelegte Wasserstraßen. Am Querschnitt vom Mittellandkanal schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, wie Kanäle aufgebaut sind. Typisch für Kanäle ist das klassische Trapezprofil. An der Wasseroberfläche haben wir zumindest beim Trapezprofil eine Breite von 55 Metern, damit hier zwei Schiffe bequem aneinander vorbeifahren können. Die Wassertiefe beträgt 4 Meter, damit die Schiffsschrauben nicht den Boden berühren. Das Kanalbett ist gerade und hat eine Breite von etwa 31 Metern. Links und rechts an den Hängen befinden sich die Steinpackungen, um den Kanal in Form zu halten. Diese Steinpackungen haben eine Länge von etwa 13 Metern. Die Steine liegen dort also nicht zu Dekozwecken, auch wenn es natürlich toll aussieht, sie haben eine Aufgabe. Und auf genau diese Steinpackungen konzentrieren wir uns beim Angeln am Kanal. Denn genau hier in den Steinpackungen finden die Barsche und Zander Futter und genau hier muss unser Köder hin. Tagsüber finden wir die Barsche häufig direkt auf den Steinpackungen und am Fuß der Steinpackung, also in diesem Bereich. Zander hingegen sind tagsüber eher träge und inaktiv, gerade bei viel Licht, und stehen weiter draußen im Kanal, hier im geraden Flussbett. In den Dämmerungsphasen, am Morgen und am Abend, werden die Zander dann aktiv. Dann ziehen sie von der Flussmitte bis an die Steinpackung heran, die Steinpackung hinauf bis dicht unter die Wasseroberfläche, um hier in diesem Bereich zu jagen. Das ist ganz typisch für Zander. Tagsüber fressen sie nur dann auf der Steinpackung oder unter der Wasseroberfläche, wenn das Wasser sehr, sehr trüb ist, wir richtig dunkle Wolken haben oder zum Beispiel Schatten von Brücken. Kurz zusammengefasst, tagsüber finden wir die Barsche tendenziell hier auf den Steinpackungen und die Zander weiter draußen im geraden Flussbett. In der Dämmerung kommen dann auch die Zander auf die Steinpackung. Und jetzt zeigen wir euch, was Barsche und Zander im Kanal fressen und wie ihr sie dort gut fangen könnt. Wir beginnen unsere Angeltour vom Ufer mit dem Barschangeln hier an der Steinpackung. Viel Spaß! Bevor sie losgeht, markieren wir jetzt erstmal schnell unsere Routen. Martin, ich habe alles dabei. Du hast heute das All-Inclusive-Bändchen am Kanal. Ich sehe es nicht, aber es ist ein Traum. Wir fischen auf der Steinpackung eine Barschroute. Jetzt in dem Fall ist das unsere Barschroute, deswegen passt das gut. Barsch, Barsch, Barsch steht auch drauf. Barschroute mit einer Länge von 2,10 Meter, Wurfgewicht 2 bis 15 Gramm, eine 2000er Rolle, eine 008er geflochtene Hauptschnur mit einer Tragkraft von ungefähr 6,8 Kilogramm. Die ziehen wir jetzt durch die Ringe durch. Jetzt haben wir hier das Ende unserer Schnur. Da wollen wir natürlich keinen Köder anknoten. Warum nicht? Weil eine geflochtene Schnur nicht abriebfest ist. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, wir angeln hier an der Steinpackung, da wo wir viele Steine haben. Und wenn man eine geflochtene Schnur über die Steine drüber zieht, dann kann die sehr leicht reißen. Deshalb brauchen wir ein relativ abriebfestes Material als Vorfach, damit uns der Köder in den Stein nicht verloren geht. Und zwar heißt das Zauberwort Fluorocarbonvorfach. Fluorocarbonvorfach. Wie sagst du davor? Fluor oder Fluoro? Ich spreche es immer undeutlich aus, damit keiner mitkriegt, dass ich Fehler mache. FC. 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 Wir haben jetzt unser Fluorocarbonvorfach mit unserer geflochtenen Hauptschnur verbunden. Ich verwende den Albright-Knoten, Martin den FG-Knot. Falls ihr Angeleinsteiger seid und sagt, naja, so einen kleinen, tiny Knoten kriege ich noch nicht so richtig gut hin. Ihr könnt natürlich auch einen Knotenlosverbinder verwenden. Oder vom Karpfenangeln gibt es diese kleinen Karpfenringe. Das sind einfach nur kleine Ringe. Da könnt ihr an beiden Seiten einen ganz normalen Wirbelknoten dran machen und dann habt ihr hier auch eine schöne Verbindung. Ans Ende unseres Fluorocarbonvorfachs, da kommt jetzt ein Snap dran. Ich habe hier die Power Snaps in der Größe S dabei. Das sind die kleinsten unserer Snaps. Wunderbarer kleiner Knoten am Snap, schön unauffällig. Mehr braucht es nicht. Falls ihr möchtet, dass wir zu den Knoten mal ein ausführliches Video produzieren, mit dem man das gut nachvollziehen kann und nachbauen kann, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann mache ich das natürlich sehr, sehr gern. Damit sind unsere Barschruten einsatzbereit. Wir haben eine geflochtene Hauptschnur. Wir haben ein Fluorocarbonvorfach, beides miteinander mit einem Knoten verbunden. Und unten dran einen kleinen Powersnap in der Größe S. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was für Beute hat denn der Barsch hier im Mittellandkanal? Denn diese Beute möchten wir mit unserem Kunstköder imitieren. Martin ist Doktorand am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnfischerei in Berlin. Und er und seine Freunde untersuchen Fische. Habe ich das so ungefähr richtig gesagt? So und ganz ungefähr richtig, genau. Klimafolgenforschung, also was passiert mit Fischen in der Zukunft. Was frisst der Barsch hier im Mittellandkanal?
Hier im Mittellandkanal ist mittlerweile auch die Schwarzmundgrundel eingewandert und man kennt es aus unzähligen Studien, dass so wie diese Schwarzmundgrundel einwandert in Gewässer, schießen sich Barsche, Zander sehr stark darauf ein, auf jeden Fall. Also das wird die Hauptbeute sein mittlerweile. Ist einfach zu erbeuten, die wird einfach genommen und hat aber daher auch große Konsequenzen für unsere Angelei im Kanal. Während wir früher hier eine reine Hotspot-Angelei hatten, ist es jetzt so, dass die Grundel auf der Strecke zu finden ist, in den Steinpackungen und da auch die großen Barsche vor allen Dingen hinterherziehen. Das heißt, Barschangelei, Großbarschangelei in Kanälen ist mittlerweile auch Streckenangelei. Die Grundel sitzt zwischen den Steinen und der große Barsch schwimmt da jetzt an den Steinen lang und sucht Meter für Meter ab, um irgendwo Nahrung zu finden. Genau. Das ist natürlich viel einfacher, als irgendeinem Uckelei hinterher zu schießen. Wesentlich einfacher, weil die Grundel auch so ein Fluchtverhalten hat, dass die kurz aufschwimmt und dann sich wieder absenkt. Ähnlich wie unser Gummifisch tatsächlich. Die schwimmt kurz auf und senkt sich wieder ab. Und das ist perfekt auch für Barsche und für Zander. Die gehen hin, die schwimmen da drüber, die erschreckt sich, die Grundel erschreckt sich, schwimmt auf, der Barsch schnappt zu und bam. Jetzt ist die spannende Frage. Welche Beutefischgröße verwenden wir? Also die Weißfische vom letzten Jahr sind jetzt um die 5-6 cm groß. Die Grundel sind auch ungefähr in der Größe, habe ich schon gesehen hier. Das wäre auch unser Tipp. Beginnt erstmal klein, mit kleinen 5 cm großen Lieblingsködern. Und falls ihr jetzt Angeleinsteiger seid und ihr seid am Kanal unterwegs und ihr habt die 4 Grundfarben zur Wettermethode. Sunny, Whisky, Captain und Pinky. Und ihr habt einen Sunny dabei für klares Wasser und Sonne, dann habt ihr ein Weißfischimitat. Und ihr habt einen Whisky dabei für klares Wasser und Wolken, dann habt ihr fast ein Grundelimitat. Fast. Schon ziemlich nah dran. Da heute die Sonne scheint, beginnen wir mit dem Sunny für klares Wasser und Sonne. Alle fortgeschrittenen Angler können sich jetzt schon freuen. Ich habe noch die neuen Sonderfarben mit dabei. Die werden wir nachher ausgiebig testen. Aber jetzt geht es erstmal darum, schnell den ersten Raubfisch zu fangen. Und ich habe hier einen ganzen Sack mit Haken mit. Guck dir das mal an. Dieser Haken passt perfekt auf den 5 cm Lieblingsköder. Und auf der Rückseite der spitzen Haken seht ihr auch immer genau, welche Hakengröße für welche Ködergröße geeignet ist und welchen Snap man dafür verwendet. Sunny, 5 cm mit einem spitzen Hakengröße 1 in 2 Gramm bei mir, in 4 Gramm bei Martin. Martin fischt etwas schwerer, um mehr Kontakt zu haben. Ich fische etwas leichter, um über den Stein zu angeln. Let's go. Und jetzt kommt das erste Schiff. Martin, komm! Unmittelbar hier vor uns geht jetzt die Steinpackung ins Wasser rein. Und am Fuß der Steinpackung oder auch über der Steinpackung, da bewegen sich die Räuber. Wichtig ist auch immer, bis vor den Füßen zu fischen, weil häufig kommen die Bisse ganz knapp vor den Füßen. Und jetzt kommt das erste Schiff. Das ist genau der besondere Moment am Kanal. Denn wenn das Schiff kommt, dann wird das Wasser hier vom Ufer weggesogen. Und kleine Fische, die sich hier in den Steinen aufhalten, werden genauso vom Sog mitgenommen und rausgezogen. Und das ist der Moment, auf den die Räuber warten. Die Räuber sitzen im etwas trüberen Bereich und wenn dann die kleinen Brutfische rausgezogen werden aus den Steinpackungen, dann hat der Räuber natürlich leichtes Spiel. Und jetzt ist das Wasser hier richtig aufgetrübt und jetzt beginnt der Moment, auf den wir die ganze Zeit gewartet haben. Jetzt schlägt die Stunde der Räuber. Da war der erste Biss. Dann tauschen wir einmal ganz kurz. Ja. Fisch? Ja, ja. Fisch. Aber ganz langsam offen sammeln mit dem Köder. Oh, das ist ein schöner Barsch, glaube ich. Ich glaube, das ist ein schöner Barsch. Geil. Ja, schöner Barsch. Erster Barsch des Tages. Richtig geil. Schöner Kanalbarsch. 5 cm Lieblingsköder Sunny, 4 Gramm Kopf, kurz vor der Steinpackung. Perfekt. Wir wechseln jetzt den Angelplatz. In Kanälen, wo es viele Grundeln gibt, gibt es wenig kleine Barsche. Dafür gibt es mehr mittlere und mehr große Barsche. Warum? Wenn es der Barsch schafft, auf diese Größe heranzuwachsen, findet er richtig viel Futter, nämlich die Grundeln. Die Grundeln wiederum sind Nahrungskonkurrenten für die kleinen Barsche. Deshalb können die kleinen Barsche nicht so zahlreich heranwachsen wie in einem stehenden Gewässer. Also das ist so eine kleine Besonderheit vom Kanal. Wir halten Ausschau nach den kleinen Beutefischen und angeln dort mit unseren kleinen Ködern, mit den Beutefischimitaten, auf die größeren Räuber. Das ist das Erfolgsgeheimnis. So groß. Ja. Alles voll. Da unten. Da stehen sie. Genau hier unten sind die Brutfische von diesem Jahr. Oh. Einfach den Köder runterlassen. Uff. Ich hatte gerade nur die Köder aus Versehen runterlassen, weil ich hier gucken wollte, wie die Brutfische angucken wollte. Kleiner Zander. Zurücksetzen, der geht zurück, Leute. Schon weg. Herrlich. Aber die Rute hat den Biss wunderbar übertragen. Ja, das hat man gesehen. Dort drüben wird gerade eine Steinpackung gebaut. Das ist super interessant. Kriegt man nicht oft die Gelegenheit, sowas zu sehen. Schaut mal. Also dort vorne wird alles platt gemacht, dann wird alles aufgeschüttet, begradigt, glatt gezogen. Dann kommt dieses Boot dort vorne mit dem Bagger, mit dem Ausleger. Und hier sieht man jetzt die Rolle mit dem Vlies. Das kommt unter die Steine. Das wird jetzt hier Meter für Meter am Ufer aufgebracht. Und darauf kommen dann diese großen Gesteinsbrocken hier. Ist das genial? So entsteht eine Steinpackung. Und seht ihr, wie breit die Folie ist?
So breit ist auch die Steinpackung. Und diese Steinpackung ist Lebensraum für die Grundeln. Und die Grundeln sind die Hauptnahrung für die Barsche. Wir sind am nächsten Platz. Wir probieren es jetzt nochmal mit 5 cm Sunny, ob wir hier ein, zwei Fische fangen, beziehungsweise ein Fisch reicht. Komm, wir fangen jetzt hier noch einen schönen Barsch und dann testen wir gemeinsam die neuen Sonderfarben. Endlich, ich freue mich drauf. Zeit wird. Da ist er. Fisch? Ja, sauber. Das ist ein schöner Barsch. Oh, super. Sauber. Petri, Martin. Mach mal kurz meine Hände nass. Genau. Herrlich, oder? Und der Haken hängt perfekt oben. Schönes Ding. Und jetzt Sunny runter und jetzt fischen wir mal mit den neuen Sonderfarben. Jetzt so, aber. Jetzt ist Zeit für die neuen Sonderfarben. Bandit, Bobby, Diesel, Magic. Einmal in 5 cm, einmal in 6 cm und einmal für die großen Barsche in 7 cm. Also am Kanal gilt, klein fängt viel, so wie in jedem anderen Gewässer auch. Ja. 5 cm Lieblingsköder ist so eine sichere Bank. Damit fangt ihr Barsche, Zander, alles was da so rumschwimmt. Jetzt möchten wir gern einen größeren Fisch fangen. Versuchen, die kleineren Fische noch stärker auszuschließen. Möchtest du Grundelimitat Bobby? Ja. Ja? Was anderes kommt für mich nicht in Frage. Der sieht aus wie eine Grundel, einwandfrei. Was sagst du zu Diesel? Super, wird im Kanal jetzt ja auch funktionieren. Weißt du was, wir machen es so. Du nimmst jetzt den Bobby in 6 cm. Jo. Grundelimitat Bobby, einmal für dich. Danke. Und ich fische jetzt Bandit in 7 cm. Ich probiere es ein bisschen auffälliger, ich probiere es ein bisschen schwerer, ich probiere es vielleicht auch mal ein, zwei Würfe etwas weiter draußen noch, da wo es etwas tiefer ist. Je tiefer es ist, desto auffälliger darf meiner Meinung nach auch die Köderfarbe sein. Wenn du jetzt sagst, mit 6 cm dicht an der Steinpackung, über der Steinpackung, genau, da wo die Grundeln ja auch sind, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Genau. Dann muss es nicht viel auffälliger sein. Okay, Haken drauf, los angeln. Wie viel Gramm möchtest du fischen? Ich bleibe bei meinen 4 Gramm. Ich fische auch 4 Gramm. Martin, Fanggarantie. Also, wenn der jetzt keinen Fisch bringt. Das Coole ist wirklich mit der Route jetzt hier, ich kann auf der Steinpackung jiggen, weil ich sofort merke, wenn der Köder ankommt. Oh, da war der erste Biss. Da, Fisch. Auf der Steinpackung. Geiler Biss. Bobby auf der Steinpackung, Grundelimitat, Fanggarantie. Herrlich. Mit Bobby jetzt der zweite oder dritte Wurf. Läuft. Ich wollte euch ja noch was erzählen zum Thema Köderführung. Also, ich werfe meinen Köder aus und lasse ihn dann an gestraffter Schnur bis zum Grund absinken. Und ich erkenne oben in der Rutenspitze, wenn mein Köder unten am Grund aufgekommen ist. Weil jetzt ist mein Köder unten am Grund aufgekommen, weil die Rutenspitze ein bisschen zurückgewippt ist. Und ich merke es bis ins Handteil. Zack, hier wird es jetzt deutlich flacher. Die Absinkphase meines Köders ist jetzt deutlich kürzer. Da beginnt jetzt die Steinpackung. Und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein und relativ schnell faulenzen, damit mein Köder nicht zwischen die Steine rutscht. Mein Köder darf die Steine oben berühren, aber er darf nicht dazwischen rutschen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist mein Köder unten am Grund angekommen. Da ist der Fisch. Zander. Boah. 7 cm Bandit. Etwas weiter draußen, da wo es trüb ist. Hat noch kein Maß. Geht zurück. Ich habe das so oft erlebt, dass ich in so einem mitteltrüben Gewässer, wenn ich da etwas weiter draußen angle, wo es etwas tiefer ist, mit dieser Farbe richtig gut Zander fange. Jetzt beginnt die heiße Phase. Jetzt beginnt die Dämmerungsphase am Kanal. Jetzt kommen die Räuber, die fressen wollen, ganz dicht an die Steinpackung. Kanal angeln bei Sonnenuntergang. Hä? Herrlich. Ja. Fisch. Oh, was für ein Einschlag. Alter Schwede. Das sieht da einen guten aus. Voll genommen. Ist das ein Barsch? Nee. Zander. Boah. Wieder Zander. Ich hab's heute irgendwie mit den Zandern. Das ist der nächste. Geil. Natürlich sind die jetzt auch auf der Steinpackung auf der Jagd nach den kleinen Fischen. Ich liebe Zander. So ein schöner Fisch. Oh, 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 ein richtig guter Biss gerade. Ja? Oh, durch die Route wie ein Blitz. Ich hab richtig erschrocken, also ich angel auch schon ein paar Jährchen. Angeln ist einfach Action pur. Fisch. Fisch? Ja. Hänger gehabt und kurzer sofort Hänger Fisch. Und sofort der Fisch dran. Weil Barsch. Die, ja. Barsch. Weil die damit rechnen, dass die Grundeln quasi aus den Löchern wahrscheinlich rauskommen. Geil. Das ist echt abgefahren. Kescher im Wasser, Kescher hoch. Der nächste schöne mittlere Barsch. Wieder kurz vor die Steinpackung geworfen und dann über die Steinpackung geleiert. Super, perfekt. Läuft. Sonderfarbe Diesel. 7 cm, so muss der Köder aussehen. Die letzten drei Würfe. Guck mal da drüben, Jens, hast du gesehen? Jetzt aber wirklich letzter Wurf. Wenn wir den ganzen Tag durchgeangelt hätten, hätten wir bestimmt noch ein paar mehr Fische gefangen. Aber für ein paar Stunden ist das auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Sonderfarbe Diesel, kleiner Zander. Martin,
Das war's für heute. Und auch in dieser Folge gibt es natürlich wieder etwas zu gewinnen. Ich würde sagen, wir verlosen einmal alle Köder, die wir heute gefischt haben. Genau. Sunny 5 cm mit dem passenden spitzen Haken in der Größe 1 in 4 Gramm. Eine Packung Bobby in 6 cm. Unbedingt. Mit dem passenden spitzen Haken in der Größe 0 in wie viel Gramm? Auch 4 Gramm. Auch 4 Gramm. Dann Bandit, mit dem habe ich ganz gut Zander gefangen. Davon eine Tüte in 7 cm mit Zander. Zander, Zander, Zander. Und dann natürlich noch Diesel mit den passenden spitzen Haken. Also dieses tolle Kanalpaket zum Barsch- und Zanderangeln. Alles, was ihr tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns jetzt bitte unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch diese Folge der Lieblingsköder Angelschule gefallen hat. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Lieblingsköder.